Ja, seine Stimme immer wieder anhören. Boah. Also, liebe Zuschauer, müsst ihr es so vorstellen euch, ne? Wie kann man sich das erklären, die Stimme? Die erkennst du nicht einfach so. Wenn er dir auf der Straße begegnet, denkst du, normale Stimme. Aber du musst das mit dem Typ und dem Charakter in Verbindung ziehen. Dann geht er das Ich auf den hätte eine Sack. Tonaufnahme von der kleinen Kamera. So. Hast du ein Bett bei dir noch näher? Oh, bestimmt nicht. Jetzt ist der Nacht doch eh bald vorbei. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade erst von unter Tage herausgekommen. So. Hier ist schon lange Nacht. Hallo? Ich möchte Philipp, bitte wieder nicht so nach viel Hause. springen. Ich hoffe, ich laufe richtig rum. Ich sehe den Namen nicht. Du siehst ja auch nicht. Ach ja, ich Das bin haben wir doch auf blind. jeden Fall alle mal geklärt. Und das ist eine fremde Person zu dir, sagt, die dich eigentlich gar nicht kennt. Ja, die mobbt mich genauso wie ihr. Habt das bestimmt irgendwie abgesprochen. Mit der. Mit Fand es der. aber auch am An ich fand es aber auch am Anfang lustig. Der Mike kommt rein, grinst die an, die grinst den an. Ja, mein Liebling. Immer der, der alles kaputt macht und rumschmeißt. Was wurde da eigentlich mal? Weiß ich nicht, weil der Mike das immer ist. Dachte ich. Hat die das gesagt. Haben wir irgendwo einen Sumpf in der Nähe? Oh. Das ist ein neues Biom. Nee, also haben wir es nicht. Ach so. Wir haben nur neue Biome in der Nähe. Ja, leider. Ich finde es auch nicht so toll. Also ich bin wirklich gespannt, wenn das alles hier ein Staudamm werden soll, dann bin ich echt gespannt, wie du das fluten willst. Das wird doch ein Jahrhundertprojekt. Ja, wird's. Hast du mal die Fläche angeguckt? Das kriegst du doch niemals überdacht. Ich weiß die Fläche, ich kenne die Fläche. Ich wiederhole, das kriegst du doch niemals überdacht. Was ist denn eigentlich an eurem Spiel jetzt so toll, was ihr immer spielt? In welchem Spiel? Dem Rennspiel. Angry Birds Go? Ich weiß auch nicht, das Tschatsching, wieder ein Zehner. ist irgendwie ist das lustig. Das hat was. Meinst du? Angry Birds ist sowieso geil. Also da kannst du ja, das ist ja hier wie Ja, Mario. das war ja der Grund eigentlich, warum ich so ein Smartphone wollte. Mit Touch. Ach so, bei mir war es der Grund, weil ihr mich alle gemobbt habt. Hast du ja ein Tastenhandy holen können. Du hast ja Als gleich ob. mit dem neuesten vom neuesten angefangen. Aber weißt du, was ich mal als nächstes für ein Samsung-Handy hole? Nee. Sag mal. Warte, ich muss kurz, wie hieß das da nochmal? Oh. Frisch eingefleischter Samsung-Fan, merkt man. Ja, Philipp. Scheiße, warum hab ich das? Ein Samsung Galaxy Round. Round, das klingt schon mal sehr unkantig. Das, ja, also es hat vier Ecken, ne? Das ist schon mal klar. Aber der Bildschirm ist gebogen. Wie so eine Wanne. Warum? Das ist jetzt neu. Warum? Weil das modern ist. Was bringt das? Das hätte, es soll sich besser in der Hand liegen haben und soll irgendwie schöner sein. Und du hast ein gebogenes Handy. Ich hätte es verstanden, wenn es wie eine Zerstreuungslinse aufgebaut wäre, der Touchscreen. Wisst ihr wie? Ja, Zerstreuungslinse. Die Zuschauer wissen das auch noch nicht ganz genau, was Zerstreuungslinse ist. Erklär's dir doch mal. Ja, wie so zwei Cs, die sich angucken. Also wie so zwei Cs und die Öffnung ist jeweils nach außen. Übertrieben halt. Ja, Weil nee.
du hast das ja meistens in einer Hand, ne? Und dann wischst du ja so. Und die Daumenbewegung, die ist ja so ein Halbrund. Und darum dachte ich vielleicht. Aber du meinst ja eine Wanne, das ist ja genau andersrum. Also, und dann gibt es ein LG macht das sogenannte Flex irgendwie. Das ist dann aber nach oben gebogen. Ich Nee, weiß nicht. LG Was? hat's bei mir verkackt. Ich weiß aber nicht ganz genau, ob die das. Also, die wird immer als flexibel immer dargestellt. Die haben ja auch Fernseher hergestellt mittlerweile, die dann auch so gebogen werden können. Aber die Fernseher ist so, dass die Bildschirme halt gebogen werden. Die können auch gerade sein. Und Was, durch du das. kannst zu deinem Fernseher hingehen und den biegen oder was? Ja, das soll räumlicher dann darstellen irgendwie. Also kann ich das so einknicken? Ja, so halb so einknicken an beiden Seiten so ein Stück Mit dem vorziehen. Bauch zur Wand und so. So, und noch andersrum. Wenn du das jetzt vor dir gerade zeigst, dann sehe ich es nicht. Nein, tue ich nicht. Beide Hände auf der Tastatur. Boah, ich habe 95 Frames, hammer geil. Ne, so halb gebogen halt. Ist ja komisch. Warum? Was, hä? Weil das soll irgendwie räumlicher wirken, dann alles. Hm. Weiß schon nicht, was ich von halten soll. Es Ja, kann sein, dass die Zukunft ist, ne, aber das kann schon sein. momentan klingt das alles ja kurios. Merkwürdig. Das auch. Scheiße, schon wieder kein Platz mehr. Sandstein, Sand, Sand. Das Sandstein, Sand. Und sonst zu Philipp, alles fit? Was? Ja, fit wie ein Turnschuh. Fit, fit, fit. Okay, da gehen wir ganz schnell um ein paar Kühe füttern. Na komm, geh raus aus der Tür. Jetzt so. Dum-dum-dum-dum-dum. Hängt denn hier? Pfeil. Zack, setzen wir da hin. Zum Glück nehme ich gerade nur auf, ehrlich. Warum? Weil ich die ganze Zeit nur Wasser, Sand abbaue. Okay, ist ja noch langweiliger als das, was ich mache. Ja, ehrlich. So. 1, 2, 3. Gucken, eine kleine Kuh, zwei, drei kleine Kühe. Ich kontrolliere das auch immer. Ich traue der Paarung von den Kühen. 2 Leder habe ich jetzt, ne? So ganz toll. Hier ist ein Huhn im Zwischenraum. Jetzt nicht mehr. Na toll, weil du nicht aufgepasst hast. Ich bin der Einzige, der darauf Acht gibt. Habe schon wieder ein neues reingesetzt. Gut. So, und Sebastian seine zwei Kühe Wirfst die kommen. Eier wieder rein immer? Ja. Was soll ich mit den Eiern? Das ist doch schön. Sebastian seine Kühe sind scheiße. Die haben kein Leder an sich dran, nur Fleisch. Warum tötest du die? Der hat doch gerade mal zwei. Ich habe eine neue gemacht. Also bleibt es immer zwei, anstatt dass sie sich vervielfältigt. Ja, ich weiß doch nicht, wie viel der da drin haben will. So nicht. Also. Der kann sich gut schätzen, dass überhaupt da jetzt Kühe drin sind im Ja, Pferdestall. ehrlich mal. Kühe im Fernsehstall. Das neue Lied von Helge Schneider. So, jetzt habe ich 2 Leder und ein Buch, das heißt ein neues Bücherregal. Ah, ich habe noch 2 Bücher sogar. Noch die Schaufel kaputt gegangen. Oh nein. Zack, ein neues Bücherregal. Ich muss gleich nochmal herkommen, ist das ja nicht.
bin ich hergekommen.